Und damit herzlich willkommen zurück in Fitches Welt zur FIFA 17 Trainerkarriere Manchester United. Heute das erste internationale Spiel, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich Euroleague ist angesagt. Fürs nächste Jahr ist auf jeden Fall Ziel, Champions League zu spielen. Natürlich möchte ich auch Meister werden, aber heute spielen wir erstmal Euroleague, beziehungsweise die Saison. Blablabla, Nationaltrainerposten möglich. Wir spielen gegen FC, ich kann es mir schon wieder nicht merken, das war FC Auga oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, ich ganz ehrlich bin. Wir lassen den mal die gelben Trikots da an. Wir gucken hier rein. Ibrahimovic, werde ich fast gesagt, kriegt heute mal am Anfang eine Pause. Dafür kommt Rashford rein. Kimmich kriegt eine Pause, dafür darf Schweinsteiger da nochmal ran. Dann Mkhitaryan kommt am Anfang mal über rechts und den Rest lassen wir so. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Stadion. Yeah, ich freue mich. Heute Manchester United gegen FC Arouca aus Portugal. Alles klar, im Old Trafford, Heimspiel für uns. Ein guter Start in die Euroleague. Kommentatoren bla bla bla. Ja, da stehen wir alle. Eine etwas andere Startformation heute mit Mickey und Rashford in der Offensive. Sollte aber trotzdem hinhauen, denn wie gesagt, mit Ibrahimovic komme ich nicht so hundertprozentig zurecht. Da muss man irgendwie anders mit spielen, das kann ich aber nicht. Rashford ist da eher so mein Ding, weil er einfach schnell ist. Und Mickey sowieso. Mickey ist jetzt kein großer Unterschied zu Di Maria. Aber das hatte ich ja vor, dass ich über die Flügel zwei gleichwertige Spieler habe. Auf jeder Seite, jeweils. So, wir gehen direkt mal hier vorbei. Wow, sehr schön. Ah, schade, hat er mich ein bisschen abgeblockt. Da ging es direkt gut nach vorne gerade. Wir stellen auf Offensiv gegen diese Mannschaft. Da geht was, das merke ich. Natürlich trotzdem immer schön aufpassen, dass man nicht in einen Konter gerät. Das ist nämlich schnell passiert. Kennt man ja. So wie jetzt gerade. Okay. Schweinsteiger. Spielt leider keine Rolle mehr. In echt, in real. Alter. Bummst du mich weg, bumse ich dich weg. Oh, shit. Ich dachte, der Ball kommt noch nach oben. Aber der ist echt nach unten geflogen. Das sah so anders aus gerade. Leute, konzentrieren. Jawohl, Valencia. Martial war es mal wieder. Ich will mal irgendwie anders jubeln. Ich vergesse das immer zu drücken. Ich laufe einfach meistens immer weg und drücke irgendeinen Knopf. Ich muss mal ein bisschen irgendwas anderes machen. Jo, war ein bisschen Glück auch dabei, dass der Torwart einfach blöd war und die Arme so ausgebreitet hat. Aber gut, Glück gehört auch mal dazu. Versuchen wir direkt nachzulegen. Rashford ist heiß. Guckt euch das mal an, wie der nach vorne geht hier. Okay. Der Ball nicht immer so weit wegfliegen würde bei so Aktionen, ey. Okay. Ich kann sagen, zweimal Vorteil und dann sowas, das wird er nicht durchlaufen lassen. Kriege ich eine Karte? Der rannte so komisch dahin, der Schiri. Ach, nicht für mich? Okay. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Pogba. Mit ihm bin ich auch noch nicht so sicher, was ich mit ihm da machen werde. Denn, ist jetzt auch kein Spieler, mit dem ich wirklich so gut zurechtkomme. Irgendwie. Da gibt es andere Mittelfeldspieler, die ich lieber hätte. Okay. Boateng, schön abgelaufen das Ganze. Mickey, der ist natürlich flott, wenn er den Ball mal ordentlich annimmt. Oh, fast mit dem Kopf voll weggenatzt, ey. Mann, ich bin zu voreilig wieder.
Rashford. Was haben die zwei denn da? Kleines Tänzchen oder was? Ich hätte noch einen Schritt weiter gehen können. Ich habe gedacht, er erwischt mich. Deswegen habe ich einfach gedrückt, aber ich bin ja noch weitergelaufen. Ecke. Jetzt aber mal hier. Komm, einer von den Langen da. Zack. Uah. Einwurf. Ah, schade. Aber eh abgepfiffen. Ich fand es jetzt die Tage wieder sehr amüsant. Ich habe mir ja die Champions League-Spiele angeguckt. Dortmund gegen Lissabon. Dann natürlich Bayern gegen PSV Eindhoven. Das war vorhin. Dann, was habe ich noch? Gestern habe ich dann noch Leverkusen geguckt gegen. Gegen Tottenham. Leverkusen kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist echt manchmal irgendwie so ein Trauer. Also nicht Trauerspiel, aber ach Gott, es passiert einfach nicht viel bei diesen Spielen. Das war echt langweilig. Das letzte, die ganzen internationalen Spiele von Leverkusen, die fand ich bisher alle langweilig. Ach Mann. Okay, boah, die sind echt langsam. Da hat er aber einen rausgehauen, der Torwart. Rooney, ne Mooney. Ja, Halbzeit, glaube ich. Jawohl, Halbzeit. Und was ich aber eben sagen wollte, es ist unglaublich. Es war ja die ganze Zeit ja die Diskussion mit Dortmund und den Fouls und so einem Gedöns, dass die übermäßig gefoult werden von den anderen Teams. Und das, ich kann es nicht mehr hören. Vor allen Dingen, weil ich nicht, das ist ja noch nicht das Problem. Das ist ja nun wirklich so. Dortmund wird viel gefoult, die Bayern werden aber genauso oft gefoult, weil sie halt einfach schnelle, technisch starke Spieler haben. Und das ist ja okay. Aber dass man da so ein Fass aufmachen muss, meine Fresse. Und vor allen Dingen, dass dann im Social Media, bei Facebook und so, auf den ganzen Fußballseiten, da kam die Diskussion auf mit Mohr, dass er eine Sperre bekommt von 2 Spielen wegen dieser. Ich hab's gewusst, ich hab's kommen sehen. Ich hab's gerade kommen sehen. Wegen dieser Tätigkeit, die er da gemacht hat mit dem Schubsen und so, Banane. Wie gesagt, für mich war das kein Rot, aber okay. Aber sofort hacken alle dann wieder auf Ribéry rum. Ey, Ribéry hatte da mit dem Spiel gar nichts zu tun. Es hat Dortmund gegen Hertha gespielt. Und plötzlich wieder alle Kommentare. Ja, Ribéry, der hätte wahrscheinlich nicht mal gelb gesehen. Mein Gott, ey. Leute, wenn die nichts zu diskutieren bzw. zu haten haben, ist unglaublich. Aber ich habe gesehen, dass es tatsächlich auch noch normale Menschen gibt auf diesen Fanseiten. Denn ich habe jetzt ein kleines, ja nicht Experiment gestartet, aber ich habe etwas ausprobiert. Ich habe sowieso bei Facebook, bei meinem privaten Profil, habe ich in meinem Profilbild ein das Bayern-Wappen und mir sein mir steht halt da drin, ne? Der Leitspruch von den Bayern. Oh. Wieso läuft da keiner mit nach vorne? Wir müssen die auch sehr offensiv einstellen, das ist doch scheiße. Und ich habe mal auf der Dortmund-Fanseite bei dem Champions League-Spiel habe ich immer mal wieder kommentiert. Zum Beispiel. Ey, pfeift der auch mal was, der Assi? Und ich finde es sehr interessant, wenn man, ich habe nur geschrieben, auf geht's, nachdem Aubameyang das 1-0 gemacht hat, habe ich geschrieben, auf geht's, jetzt direkt noch einen nachlegen. Und nur weil ich quasi, weil das haben noch viele andere Leute auch kommentiert, und nur weil ich Bayern-Wappen drin hatte, quasi von einem anderen oder von einem gegnerischen Verein komme, wurde das dann voll geliked. Fand ich sehr cool irgendwie. Und habe mich ein bisschen gefreut, dass es tatsächlich auch noch nicht hatende normale Menschen gibt unter den Facebook-Nutzern, die solche Seiten da besuchen. Naja,
Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich muss mich ja konzentrieren. Sonst wird das hier nichts mehr. Ach Mann! Okay, wenigstens können wir jetzt wechseln. Alter Scheiße. Was zeigt der an da unten? Okay. Ah, wäre der durchgekommen zu Ibra. Okay, Ecke. Eine Ecke mit viel Dampf. Und leider ins Aus. Verdammt, Mann, da muss ich mehr draus machen. Wenn ich diese Ballbesitzstatistik da oben schon wieder sehe, das ist doch echt zum Kotzen. Ah, alles klar. So, jetzt mal hier nochmal vernünftigen Spielaufbau von hier hinten. Ohne viel Spökes irgendwie. Einfach mal nach vorne. Über die linke Seite. Jawohl. Pogba. Ah. Pogba ist auch nicht mehr fit. Nur konzentrieren, finde ich, nicht den Controller loslassen. Was ist denn hier los heute? Das wäre ein sehr schlechter Einstand, wenn das jetzt so losgehen würde, hier mit einem Unentschieden. Oh Mann. Oh Gott, bitte. Okay, die Maria, der ist noch fit. So eine Scheiße. Ich flippe aus, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich bleibt er im Spielfeld. Da. Komm ab jetzt da. Einwurf. Das war's, Leute. Unentschieden. Ja, natürlich. Ach verdammt, das hätte nicht sein müssen. Nur weil ich so viel gelabert habe gerade eben. Wieso konzentriere ich mich nicht ein bisschen mehr? Na gut, heißt trotzdem nichts. War das erste Spiel. Mund abwischen. Ne, wie sagt man? Mund abwischen, weitermachen? Krone richten, weitermachen. Das wollte ich sagen. Wie sind die anderen denn ausgegangen von unserer Gruppe? Ich weiß gar nicht, wen wir noch drin haben bei uns. Ist auch Wurst. Können wir ja sehen wir später. Okay, beim nächsten Mal geht's direkt im Pokal weiter gegen FC Middlesbrough oder Middlesbrough, wie man es glaube ich ausspricht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Krass, das muss ich erstmal für 1-1, das nervt mich. Das nervt mich voller Suppe jetzt. Gucken wir auf Tabellen. Achso, okay. Wir gucken nicht auf Tabellen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach Gott, ey. Nein.